Mit EQDMS können Sie alle Ihre Dokumente revisionssicher archivieren, professionell verwalten und blitzschnell wiederfinden. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie EQDMS für 30 Tage mit vollem Funktionsumfang, ausgenommen mobile Dienste, kostenlos. Nach Ablauf der Testphase können Sie Ihre persönliche EQDMS-Lizenz käuflich erwerben und aktivieren. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von EQDMS ist absolut einmalig. Der Preis von 49 Euro brutto pro Lizenz ist im DMS-Bereich unschlagbar. Ein effizientes Entwicklungs- und Vertriebskonzept macht EQDMS zur absoluten Verkaufssensation. Das Lizenzmodell ist transparent und kundenfreundlich. Für 49 Euro erhalten Sie volle Funktionalität und Sie können EQDMS plattformunabhängig unter Windows, Ubuntu, Debian und macOS einsetzen. Eine Lizenz ist zeitlich unbegrenzt nutzbar und zudem unabhängig von der Anzahl archivierter Dokumente. Die Lizenz wird stets einem zuvor definierten Lizenznehmer zugeteilt und ist gültig für die Aktivierung auf einer Serverinstanz. Die Anzahl der verfügbaren Lizenzen sagt aus, wie viele Verbindungen gleichzeitig auf das Archiv möglich sind. Selbstverständlich können Sie die Lizenzanzahl bei Bedarf jederzeit in Form von Lizenzerweiterungen erweitern. Die Aktivierung Ihrer Lizenz erfolgt bequem und einfach über den Einstellungsdialog in EQDMS. Wählen Sie den Reiter Einstellungen – Lizenz aus. Klicken Sie auf Lizenz aktivieren. Geben Sie den Namen des Lizenznehmers und die dazugehörige Lizenznummer ein. Diese Informationen können Sie der E-Mail entnehmen, die Ihnen nach dem Erwerb der Lizenz zugestellt wurde. Klicken Sie auf Aktivieren. Schließen Sie nun alle EQDMS-Programme und verbinden Sie alle verbundenen Profile über den Connection Manager neu. Ihre Lizenz kann nun verwendet werden. Sollte Ihr PC keinen Zugriff auf das Internet haben, können Sie die Aktivierung auch manuell über die Webseite von EQDMS vornehmen. Schalten Sie hierzu im Einstellungsdialog die manuelle Lizenzaktivierung ein. Die angezeigte Hardware-ID geben Sie dann zusammen mit Ihren Lizenzinformationen auf der EQDMS-Webseite unter dem Punkt Lizenzaktivierung ein. Auf der Webseite erhalten Sie dann einen Code. Geben Sie diesen im Einstellungsdialog zusammen mit Ihren Lizenzinformationen ein und speichern Sie dann Ihre Eingabe. Schließen Sie nun alle EQDMS-Programme und verbinden Sie alle verbundenen Profile über den Connection Manager neu. Wenn Sie eine Lizenzerweiterung für EQDMS erworben haben, können Sie diese ebenfalls im Einstellungsdialog aktivieren. Hierzu müssen Sie die bestehende Lizenz zunächst deaktivieren. Kontrollieren Sie vor der Neuaktivierung die eingegebenen Informationen und klicken Sie auf Aktivieren. Schließen Sie nun alle EQDMS-Programme und verbinden Sie alle verbundenen Profile über den Connection Manager neu. Die Lizenzerweiterung ist nun eingespielt und aktiviert.